Also typisch war sicher der Kipfler-Salat, weil den kennen viele, der ist, weil bei uns die Kipfler wächst, das ist ja auch eine Grundvoraussetzung. Der Erdäpfelsterz im Migriers ist Buikatoi. Preselnudeln mit Bohnen gibt es bei meinen Schwiegereltern, die jetzt bei uns nie geben. Ja? Oder Gemüsesuppen mit Wuchteln. Das habe ich mir nie vorstellen können, weil bei uns hat es die Wuchteln mit Vanillesauce gegeben und dort gibt es mit Gemüsesuppen. Also habe ich mir gar nicht vorstellen können, aber schmeckt nicht schlecht. Ja? Aber das sind halt so unterschiedliche Geschichten, was einfach 15 Kilometer weiter ganz anders wieder ist. Ja? Also das hat auch voll. Oder was ich auch ganz interessant gefunden habe, ist auch das Ganze rund um das Putzen. Ja? Also das sind Sachen, was, obwohl ich nicht gern putze, was einfach auch weitergeben kehrt, wenn ich mir denke, jetzt sind wieder die ganzen Holzöfen modern, diese Holzasche, wie wertvoll die war, dass die Rehlen ausgerieben haben, wenn sie anbrennt waren. Oder einfach Holzböden angeschrubbt haben, weil sie mit der Holzasche einfach am schönsten wären. Und das sind Sachen, denke ich mir, die haben wir am Land und das müssen wir unbedingt weitergeben. Und das haben wir auch ein bisschen so als Ziel gesetzt. Es ist mir dann aufgefallen, dass gerade das Weinviertel, also jetzt bei dem will ich gar nicht Niederösterreich bleiben, sondern Weinviertel, das kleine Stückchen, in manchen Sachen sehr unterschiedlich in Traditionen ist, im Essen, ja, also da gibt es wirklich ganz, ganz Unterschiede. Und diese Sachen habe ich dann so interessant gefunden, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist es schade, wie die Boxhandeln meine Großmutter mir nicht weitergegeben hat, dass ich meinen Kindern auch manchen Sachen weitergeben sollte. Und habe dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren, was gibt es da und warum machen wir das gerade da in dieser Region. Und habe dann eigentlich so im Zuge dessen so angefangen, das niederzuschreiben. Und so sind eigentlich meine Bierchen entstanden. Es sollte eigentlich gar nicht für alle sein, sondern eigentlich nur für meine Familie. Und jetzt bin ich halt total stolz, dass das halt viel lesen können und ein bisschen nachblättern, was für diese Region wichtig war oder Tradition war. Wie meine Kinder vom Ärgsten einmal draußen waren, habe ich dann die Ausbildung zur Seminarbäuerin gemacht. Und dann im Zuge dessen habe ich auch anfangen dürfen, im ORF gewisse Tipps weiterzugeben, die mich dann getragen haben vom Putzen, von Putztipps bis hin zu den Lebensmitteln. Und im Zuge dessen bin ich dann auch dazu gekommen, dass ich darüber schreiben darf, in meinen Büchern und diese Erfahrungen weitergeben kann.